Tropfen auf den heißen Stein. Ludwig hat schon recht. Wo ist denn der überhaupt? Wer? Der Ludwig. Meine Nachtigall, hat er zu mir gesagt. Es kann auch nur um Ludwig einfallen. Ach, dem fällt doch sonst noch einiges ein. Wieso? Unverschämt ist er geworden. Als ich ihm gesagt habe, dass ich mit dem Verkauf noch warten will, bis der Betriebshelfer da ist. Ausfallend und unverschämt. Ach, der war betrunken, das musst du nicht so ernst nehmen. Mich hat er auch auf den Hintern geklopft. Du sag mal, der Martin und die Angelika, ich hab da ein gutes Gefühl. Es gibt überall Missverständnisse, aber wenn man erst mal drüber redet. Das waren keine Missverständnisse, Elfriede. Die beiden haben sich auseinandergelebt. Martin hat jetzt eine andere. Was nicht bedeutet, dass man nicht mehr miteinander reden kann, wie man sieht. Nein, Hanna, die zwei werden ein Paar. Das habe ich ganz sicher im Gefühl. Ich bin schließlich Martins Mutter. Du wirst dich noch an meine Worte erinnern. Schon gut. Ich bin gleich fertig. Willst du warten oder willst du schon vorgehen? Also, da draußen wimmelt's vom Betrunkenen, da bist du nicht alleine. Das ist mit dem Schlimmsten recht. Auch wenn ich nicht mehr die Jüngste bin. In 10 Minuten. Ja, ja, lass dir Zeit. Je länger die beiden miteinander reden, umso besser. Ich habe die Angelika richtig ins Herz geschlossen. Ein Bild hast du nicht von ihr. Doch. Kann ich sehen? Hübsch. Sogar sehr hübsch. Tja, Prinzessin auf der Erbse. Sie ist nicht meine Kragenweite. Sie ist in einem Schloss aufgewachsen. Kinderfrau, Internate. Alter Adel. Mhm. Geldadel. Ihr Vater hat geackert wie ein Pferd. Konzernchef und in vielen Aufsichtsräten. Seine Frau hat ihn verlassen. Familienleben fand nicht statt. Das klingt traurig. Und du sitzt jetzt zwischen den Stühlen. Ich sitze auf gar keinem Stuhl. Michelle habe ich Schluss gemacht. Und wir? Angelika, das war doch nichts mehr. Wir haben uns doch nur noch etwas vorgemacht. Ich dir nicht, Martin. Ich muss jetzt erst mal Ruhe haben. Ja. Ja, das kann ich verstehen. Aber die Hoffnung hast du wohl noch nicht so ganz aufgegeben. Welche Hoffnung? Weil du immer noch ihr Bild bei dir hast. Ich habe nur vergessen, es wegzuwerfen. Tja, ich habe alle deine Sachen zusammengelegt. Die kannst du dir dann holen, wann du willst. Ja. Wie kommst du nach Hause? Bus geht ja wohl keiner mehr. Vielleicht nehme ich mir ein Taxi. Soll ich dich bringen? Wenn du nicht zu viel getrunken hast. Bring nur noch Angelika nach Hause. Wiedersehen, Angelika. Fahr vorsichtig. Wiedersehen. Na, was habe ich dir gesagt? Die beiden passen aber auch wirklich gut zusammen. Ludwig! Fehlende Bluse, nichts im Kopf. Was? Mit nichts ist hier angekommen. Aber jetzt die große Dame spielen, ne? Eine Mutter, pardon, Stiefmutter. Was
Soll ich dich nach Hause fahren? Ach, du kannst mich mal. Das hat mir heute schon dein Bruder gesagt. Aber wenn ihr glaubt, es gibt einen Zahlungsbefehl. Ja. Einen Zahlungsbefehl! Ja, ja. Verstehst du? Ja. Gunther! Ja, was ist? Komm mal. Ludwig hier draußen ist völlig hinüber. Ich habe ja noch zu tun, der bin seinen Weg auch im Suff. Ach, Gunther. Ich mach das. Das habe ich ja schon öfter getan. Pass auf, Elfriede, dass dir keiner was tut. Was? Hast doch eben gesagt, es wimmelt draußen von Betrunkenen. Ach. Ja, also dann tschüss, ne? Guten Nacht. Guten Nacht, Frau Sauers. Ludwig! Ludwig! Ludwig Hammernen! Da muss auch mein Hannes sein! Ludwig! Ludwig! Ach ja, deine Hemden. Die habe ich hier. Deine Bücher, die anderen Sachen. Brauchst du denn nur einen Koffer oder eine große Kiste? Mitleid ist das Schlimmste. Aber ich schaff das schon. Mach dir keine Sorgen. Ja. Ich komme dann morgen Vormittag und hole alles ab. Den Schlüssel hänge ich ans Brett. Guten Morgen, Elfriede. Hanna? Ja? Wer ist denn der nackte Mann da drin? Ich will gerade ins Bad. Entschuldige, es geht mich natürlich nichts an, wenn du... Das ist Herr Römer. Aha. Unser neuer Helfer. Unser neuer Betriebshelfer. Ach so. Ich dachte schon, wusste gar nicht. Mann in deinem Bad? Hier. Oben wird das Wasser nicht richtig heiß. Guten Morgen, Herr Römer. Guten Morgen, die Damen. Das ist auch eine Frau Zerfers, die erste Frau meines Mannes. Und eine gute Freundin von Hanna. Ja, das auch. Herr Römer wird jetzt ein paar Monate bei uns bleiben. Ach. Ja, als Betriebshelfer. Ja, dann helfen Sie mal schön. Frau Zerfers kann Hilfe gebrauchen. Das ist eine Fachkraft. Den hat uns der Verband geschickt. Im ersten halben Jahr kostet uns gar nichts. Was, der arbeitet umsonst? Nein, der arbeitet nicht umsonst. Er kriegt sein Geld schon. Allerdings nicht von uns. Er kommt nur in einem Notfall. Aha. Aber wenn ich mal flach lege, als Sängerin, kommt keiner. Ich kann Ihre Mutter verstehen, Gunther, dass ich von diesen guten Lagen nicht trennen will. Ja. Der Hang da oben, der gehört uns übrigens auch. Noch gar nicht so lang. Den sollten wir aber zuhängen. Der Wald ist ziemlich nah. Aber jetzt doch noch nicht. Die Stare sind doch noch in der Pfalz. Aber sie werden kommen. Die Lese in der Pfalz ist so ziemlich beendet. Wie viel Hektar habt ihr? 5. Das ist viel für die Mosel. Mein Vater hat immer versucht, was dazu zu kaufen.
Und dann hatten wir wieder kein Geld, schlechte Ernten. Ihre Mutter hat gesagt, Sie haben die Peter KG verloren. War Ihr größter Abnehmer. Das ist schon eine Zeit lang her. Mein Vater hat da mal auf den Putz gehauen. Die exportieren nach Amerika und nach Fernost und so. Und lässt sich die Geschäftsverbindung nicht wieder aktivieren? Ich habe noch mal mit meiner Mutter einen Versuch gemacht, aber das ist eine Arsche da. Wo waren Sie auf der Schule, Gunther? Ja, hier? Nein, nein. Ich meine, wo haben Sie Winzer gelernt? Auf welcher Fachschule? In Trier. Und Sie? Ich habe in Geisenheim studiert. Da wollte ich auch hin, aber ich habe kein Abi. Wie alt sind Sie, Gunther? 22. Manchmal haben Sie viel Ähnlichkeit mit Ihrer Mutter. Ihre Mutter stammt nicht aus einer Winzerfamilie. Die kommt aus Magdeburg. Herr Römer, wir müssen jetzt langsam runter. Bei uns wird immer pünktlich gegessen. Ich heiße Leo Gunther. Leo. Ich mache meinen Rentabilitätsplan aus meiner Sicht. Arbeitet ihr auch mit der Genossenschaft? Nee, wissen Sie... Ich denke, wir sind bei du. Weißt du, Vater hat gemeint, da gehören wir nicht hin. Das brauchen wir nicht bei unserer Qualität. Ja. Und was mit einer Abseitsgemeinschaft? Es gibt doch für Spitzenweine die Möglichkeit... Da war er dran. Aber mit denen hat er Krach gekriegt. Er hat ja mit allen Krach gekriegt. Ja. Dann hat's ja deine Mutter auch nicht immer leicht gehabt. Ach. Die haben sich schon ganz gut miteinander verstanden. Die haben ja auch mal ganz gute Zeiten erlebt. Aber jetzt ist sie doch sehr allein. Naja, allein. Wie lange bleibst du eigentlich? Erstmal ein halbes Jahr. Wenn du mich nicht vorher rausschmeißt. Das kann nur meine Mutter. Wollen wir uns hier mit der Abseitsgemeinschaft einmal? Gunther, machen wir alles. Wir werden alles versuchen. Die Mosel ist ja wirklich ein Stück Paradies. Und die Leute hier, die haben Herz. Habe ich recht? Ja. Und die Mädchen? Na ja, wirst du schon sehen. Die Leiche kenne ich. Unternehmen Sie doch was. Servus. Servus. Hey, hey. Was soll denn diese Schweinerei? Ihr Frühschoppen, Herr Servus. Das hier Frühschoppen, mich. Ja, das möchte ich Sie fragen. Wo bin ich denn da gelandet? In Cochem. In Cochem? Bin ich denn nach Cochem gekommen? Ich habe Sie nicht hergefahren. Was soll denn der Quatsch? Das Bild bringe ich meinem Mann mit. Soll das ein Witz sein? Nein, das ist kein Witz. Kommen Sie, trinken Sie einen Kaffee bei mir. Ah, ja. Schmeckt wohl schon wieder, was? Ach, das ist nur Schorle. Sie haben doch Ihre Schiffe auch von Ihrem Alten. Dieses hat Ihnen doch sicher Ihr Vater vermacht. Und das hier nicht. Aber im Prinzip ja. Aber ich war ja auch nur der Einzige. Nein, wir waren immer zwei. Und jetzt muss ich Moselbrück kaufen. Hatte ich vor.
Ich dachte, wenn du es kaufst, bleibt es wenigstens in der Familie. Es ist doch wirklich zu verstehen. Was ist es? Ja, ja, natürlich. Es war ja auch alles klar mit der Hanna. Die kennen Sie doch auch. Ja, ja, ist eine Nette. Weiß nicht, was ich bei der falsch mache. Ich habe ihr doch einen guten Preis geboten. Sagen wir mal, reell. Sie ist ja verschuldet, noch und noch. Es war alles klar. Am Mittwoch hatten wir sogar einen Termin beim Notar. Plötzlich aus. Ich würde mir heute keine Weinberge mehr ans Bein binden. Das ist mein Vaterhaus. Mein Elternhaus. Und wenn sie denkt, dass ich das vergesse, das vergesse ich nicht. Das wird sie ganz schnell merken, dass ich das nicht vergesse. Holt sie dann jemand ab? Ich nehme ein Taxi. Aber es war eine schöne Fahrt. War die erste Fahrt seit 6. Nein, seit 7 Jahren. Da sehen Sie mal, was Sie alles versäumen. Penne ich da in dem Kahn? Also, ich weiß gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich nach Cochem gekommen bin. Sehe ich sehr schlimm aus? Naja, für Montagmorgen geht's. Jetzt können die Herrschaften kommen. Das Gerät beschallt 300 bis 400 Quadratmeter alle 3 Minuten. Woher hat man eigentlich diese Todesschreie? Keine Ahnung. Für unsere Ohren klingen die ganz normal. So, jetzt muss ich aber langsam runter ins Zelt. Na, na, das machen wir jetzt erstmal fertig. Ich komme dann mit runter und dann helfe ich euch. Meister, vielen Dank, mein liebes Publikum. Sie sind ja alle so lieb zu mir. Es ist mir eine große Freude für Sie hier, dass wir gemeinsam ein paar fröhliche Stunden für mich... 1, 2, 3, 4... Sag mal, Schmidt, da stimmt da irgendwas nicht. Bitte zähle. 1, 2, 3, 4... Trink den goldenen Moselwein. Elfriede ist sichtlich aufgelebt. Wenn man erfolgreich ist, die Leute mögen ja, wie sie das macht. Sie ist übrigens der Meinung, Angelika und du, ich meine, weil du sie gestern nach Hause gebracht hast. Ja? Sie hört schon die Hochzeitsglocken läuten. Da hört sie falsch. Was das? Ja. Also los. Also auf zur letzten Schlacht. Leo kommt in einer Stunde vorbei und hilft, dann braucht Matzenbahn nicht anzutanzen. Wer ist denn Leo? Unser Betriebshelfer. Was? Mit dem duzen sich schon? Wie alt ist denn der? Also, der ist doch in Ordnung. Der hat's mir angeboten. Mutter findet's nicht, dass der in Ordnung ist. Macht einen guten Eindruck. Der war schon in Afrika. Da war er Leiter von der Genossenschaft in Algerien. Also Afrika wird mich auch mal reizen. Bleib du mal schön hier und lauft nicht alle weg. Wieso, wer läuft denn? Ich will ein Schweinsfilet nehmen. Habe ich dir eigentlich gesagt, dass der jetzt für das Kalbsfilet verlangt? Oh, Schweinsfilet. Gunther, ich denke, ihr habt Weinfest. Haben nicht, wir hatten. Darf ich mir mal einen Schluck Wasser nehmen? Na klar. Ausgestanden und vorbei. Die Leute haben gesoffen, was reinging. Ja, du offenbar auch. Na klar. Wir haben auch einen Grund zum Feiern. Der heißt Leo. Wer ist denn Leo?
der Betriebshelfer, den Martin angefordert hat. Der Mann ist klasse. Glaubst du, der kann euch raushelfen aus dem Schlamassel? Ja, zaubern kann er nicht, aber Ahnung hat er. Wenn ich mit dem mal die Bücher durchgehe. Wenn du mal wieder nüchtern wirst. Bist du mit dem Motorrad hier? Dachtest du, ich bin auf allen Vieren gekrochen? Du bist wahnsinnig, Gunther. Unkraut verdirbt nicht. Wir gehen dann vor, wenn die wiedersehen. Ich komme. Lass nur, ich mach schon. Danke. Bist du verrückt, doch nicht hier. Verrückt und wahnsinnig. Ich möchte mit dir pennen. Hast du morgen Zeit? Du musst mal wieder dringend zum Friseur. Du hast mal wieder nüchtern. So, Feierabend. Verstehe, das soll ein Rauschmiss sein. Nee, ich lass mir nicht mehr fahren, dem Zustand. Du kannst hier. Wo denn? Wir haben alle Zimmer belegt. Tja, so mein Fest hat auch seine guten Seiten. Mach im Bett, auf dem Sofa. Was? Er soll bei uns? Na klar. Was ist denn, wenn der einen Unfall baut? Da müssen wir uns Vorwürfe machen. Ich kann ihn ja nach Hause fahren. Sei doch nicht so umständlich, Monika. Ich geh schon rauf. Gib ihm noch einen Schluck, dann schläft er ungewiegt. Ungewiegt, wenn sich der Dame nicht täuscht. Gunther, wenn du hier Mist baust. Der Karl ist nämlich nicht besoffen. Und wenn der was merkt, dann kannst du eine andere Kneipe suchen. Kneipe ist gut. Aber der muss doch Verständnis haben. Ich denke, ihr pennt schon lange nicht mehr miteinander. So, jetzt ist aber Schluss. Ich muss morgen um 6 wieder raus. Komm. Nun komm schon, hm? Ich komm ja schon. Halt meinen Helm. Ich glaube, den brauchst du heute nicht mehr. Na? Hoffentlich schnarcht er nicht. Durch zwei Türen. Wäre schön, wenn es bei denen wieder aufwärts geht. Ja. Kommst du mal? Gleich. Nein, sofort. Weißt du, was du bist? Du bist mein Betriebshelfer. Ich wüsste gar nicht, was ich ohne dich machen würde. Also, Frau Zerfers, ich kann mir einfach nicht denken, dass wir keine Sanierungsmöglichkeiten finden. So, wie Sie mir das geschildert haben. Ich hatte in Neustadt einen Betrieb, das war gar nicht zu vergleichen mit Ihrer Situation. Naja, das mit der Peter KG. Unser wichtigster Kunde. Das geht natürlich ans Mark. Wissen Sie, ich war drauf und dran, den ganzen Betrieb an meinen Schwager zu verkaufen. Sie werden es ja in den Büchern sehen. Ich habe einfach keine andere Möglichkeit mehr gewusst. Und mein Schwager, der war schon lange hinterher. Und ich glaube, er ist es immer noch. Ist der Weinhändler, ja? Ja. In so einer Nacht möchte man eigentlich nur draußen stehen. Am Ufer. Am Fluss. Ich habe mal in Afrika gelebt. Die Algerier sagen, die Nacht ist der Tag der Einsamen. Es ist nicht immer eine Freude, bei fremden Menschen so einzufallen. Ich hab's anfangs hier auch sehr schwer gehabt. Ich habe hier eingeheiratet. Die Leute hier kommen einem anfangs sehr freundlich entgegen, aber dann, naja, wie soll ich das sagen? Dann merkt man halt doch, dass man nicht dazugehört, wenn man nicht hier geboren ist.
Und wenn man dann keinen Menschen hat, der... Elfriede? Ach, mein Wasser ist alle. Ihr seid noch auf? Es ist doch schon... Ja, ja, ja. Komm her, setz dich zu uns. Wir haben noch eine Flasche Wein offen. Habt ihr inzwischen noch irgendwas von Ludwig gehört? Nein. Aber man muss sich doch wirklich Sorgen um Ludwig machen. Kann ich irgendwas helfen? Danke. Soll ich mal bei der Polizei anrufen? Aber nein, das ist nicht das erste Mal, dass mein Schwager für ein paar Tage verschollen ist. Elfi, stell dir vor, Herr Römer erzählt mir, dass er bis vorgestern in Württemberg war. Dem Winzer war die Frau weggelaufen und er musste einspringen. Ach, Sie arbeiten auch im Haushalt? Sind Sie verheiratet, Herr Römer? Das war einmal. Das ist schon lange her. Hat nicht gehalten. Ja. Ja, dann gute Nacht, beziehungsweise guten Morgen. Kommst du denn her? Ich hab verpennt, stell dir vor. So, geh mal rein, Gunther. Ich glaub, da ist wieder mal eine Bombe geplatzt. Was? Was ist denn passiert? Ludwig hat geschrieben. Gerichtliche Schritte will er einleiten. Bis Ende des Monats will er seine 80.000 Mark. Da kannst du dich nicht abstottern? Sprich doch noch mal in Ruhe mit Ludwig darüber. Aber wirklich in aller Ruhe. Nein, das mache ich nicht. Das mache ich nicht mehr. Lassen Sie Ihren Schwager doch gerichtliche Schritte unternehmen. Haben Sie Zeit gewonnen. So schnell geht das alles nicht. Na, Sie haben aber Ideen. Wollen Sie die Familie aufhetzen? Frau Zeffers, wenn Sie Zeit gewinnen, ist vielleicht viel gewonnen. Ich habe heute Morgen mit der Peter KG gesprochen, telefoniert. Heute Nachmittag habe ich einen Termin. Das wird doch nichts mehr, Römer. Für den Heisterkamp sind wir doch erledigt. Heisterkamp, das ist doch nur der Geschäftsführer hier. Die Zentrale ist in Düsseldorf. Aber nein, das glaube ich nicht, Herr Römer. Die haben uns Lieferbedingungen gestellt und Preise. Da brauchen wir gar nicht mehr anzufangen. Tag, Frau Koblenz. Wir haben uns aber lange nicht gesehen. Ja, man sieht sich leider nur noch zu Familienfesten. Das letzte war ja die Beerdigung von Roland. Aber vielleicht haben wir schon bald wieder einen Grund zum Feiern. Ich suche eine kleine Aufmerksamkeit für meine Schwiegertochter. Wer hat denn geheiratet? Martin oder Gunther? Bis jetzt noch keine, aber was nicht ist? Tja. Wollen Sie noch ein Stück? Zwei Stück sind schon eins zu viel. Ich muss heute Abend noch mal richtig essen. Ludwig hat mich eingeladen. Wie kommt er denn darauf? Na, wieso er? Ich habe ein bisschen nachgeholfen. Ja, ich will sehen, was ich machen kann, solange ich noch hier bin. Und was wollen Sie machen? Ach, es geht immer noch um die 80.000 Mark. Er will sie demnächst einklagen. Was? Ja, das kannst du auch nicht glauben, nicht wahr? Ach, ich darf doch du sagen, ja? Ach, der Ludwig, der hat im Grunde ein gutes Herz. Ihm verdanke ich ja auch mein Engagement beim Muselfest. Man muss ihn nur richtig zu nehmen wissen. Na, dann viel Glück. Ja, und dann wollte ich noch mal mit dir reden. Wegen Martin. Was gibt's da noch zu reden? Er hat seine Sachen abgeholt. Angelika, so schnell darf man doch nicht aufgeben. Der hat sich in eine andere verguckt, aber das ist doch vorbei. Das hat er mir auch gesagt. Aber ausgezogen ist er trotzdem. Ach, der kommt doch wieder zurück. Ich kenne doch meinen Martin. Der weiß doch, was er an dir hat. Offenbar nicht. Der ist sich seiner Sache nur zu sicher. Was heißt das denn? Na, er meint, du bist ihm sicher. Hat er noch nie Grund zur Eifersucht gehabt? Nie. Ja, bitte. Ja, und dass er vorübergehend ausgezogen ist. Alle Männer kommen in Panik, wenn sie das Gefühl haben, es wird ernst. Also die Panik können Sie ihm nehmen. Bei uns wird nichts mehr ernst.
Weißt du was? Ich werde ihm sagen, ich hätte dich heute mit einem unbekannten Mann gesehen. Totschick und mit einer neuen Frisur. Weißt du, was dann passiert? Es tut mir leid, Elfriede, aber ich muss noch zum Dienst. Es ist schon ziemlich spät. Ja, also darf ich Ihnen das sagen? Ich finde es ein bisschen lächerlich. Und wenn er irgendwann mal zurückkommt, dann doch nur deshalb, weil... Naja, aber das braucht wohl noch sehr viel Zeit. Man muss kämpfen können, Angelika. Ja. Soll ich dir mal sagen, wie das damals mit Roland und mir war? Na, die Ehe hat ja wohl auch nicht gehalten. Ja, aber nur, weil wir verschiedene Interessen hatten. Er war Winzer und ich Künstlerin. Martin ist Lehrer und ich bin Krankenschwester. Ich habe mich gefreut, dich zu sehen. Ich mich auch. Ich melde mich noch, bevor ich fahre, ja? Kleinigkeit essen. Mhm. Es ist schon sehr spät. Mein Mann macht Ihnen gerne noch was. Wollen Sie hier Platz nehmen? Ich bringe Ihnen sofort die Karte. Und ein Glas Wein, bitte. Mhm. So, hier ist auch das Dessert. Bitte schön. Mein Gott! Wollen Sie mich umbringen? So viel kann doch kein Mensch essen. Das Sorbet ist ganz leicht. So. Da wir ja nun bereits beim Dessert sind, dann könntest du ja endlich die Katze aus dem Sack lassen, ne? Was denn für eine Katze? Na, du hast doch etwas auf dem Herzen. Da hättest du mich wohl hier nicht eingeladen. Und du hast mir doch schließlich das Engagement verschafft. Geht's um die 80.000, nicht wahr? Also, es tut mir leid. Da habe ich schon lange genug stillgehalten. Die wirst du demnächst kriegen. Wie bitte? Also, ich war heute einkaufen. Du, das Kleid ist neu, geschätzt dir? Bleib doch bei der Sache. Ach so, ja, also, ich war einkaufen. Ja, und dann bin ich noch bei Angelika gewesen. Ich habe ihr ein paar Ratschläge wegen Martin gegeben. Ich glaube, ich habe ihr Mut gemacht. Du hast gesagt, Hanna zahlt. Ach so, ja. Und als ich schließlich nach Hause komme, sehe ich, wie sie ihn umarmt. Den Römer. Na und? Hanna war doch nie ein Kind von Traurigkeit. Ich will mich diskret zurückziehen. Da bemerkt sie mich, hat Tränen in den Augen und sagt, Herr Römer hat's geschafft. Er war bei der Peter KG, sie nehmen uns 15.000 Flaschen ab zu den alten Bedingungen. Na, darüber hat es mit Roland Krach gegeben. Ja, mit Gunther auch. Herr Römer ist offenbar im Verhandeln geschickter. Der ist auch sonst sehr angenehm. Hanna sitzt oft nächtelang mit ihm und redet. Verheiratet ist er auch nicht. Also ich würde mich wirklich freuen, wenn daraus was wird. Woraus? Also Ludwig, bist du denn schon jenseits von Gut und Böse? Guten Abend, Elfriede. Guten Abend, Gunther. Na? Ich nehme an, du hast dich bei Onkel Ludwig für seinen netten Brief bedankt. Ihr habt gehört, ihr habt Glück gehabt bei der Peter KG. Gratuliere. Danke. Na ja, der Brief. Ich habe ja 3 Wochen ziehen gelassen. Ja, persönlicher Brief von mir, nicht von meinem Anwalt. Und erst Moment, es ist wegen gestern. Ich glaube, ich habe mich ziemlich blöd benommen. Wart auf dem Parkplatz. Ich komme dann gleich. Hey, sag mal, was ist denn das für ein Zahn? Wer? Da, am Ofen. Ist die allein? Französin, übernachtet hier. Kannst sie mal fragen? Was? Du hast doch gesagt, du musst mit jemandem pennen.
Weißt du, wer das ist? Wer? Die Französin. Das ist die Michelle, die hat sich meinem Bruder in Metz angelacht. Die hat Martin mal ihren Porsche geliehen, den habe ich wiedererkannt. Also was Besseres. Mhm. Deshalb hat er ja auch kalte Füße gekriegt. Ich möchte wissen, was die hier will. Das Zimmer hat sie nur für eine Nacht. Du, ich habe heute eine Stunde auf dich gewartet. Ich hatte keine Zeit. Und was ist morgen? Weiß ich noch nicht. Ist irgendwas? Ich habe dir das schon gesagt, dass es mir leid tut wegen gestern. Ich war einfach blau. Kann man wohl sagen. Gunther, ich muss wieder rein. Der Karl ist fertig in der Küche. Der merkt, wenn ich nicht da bin. Du hast die schönsten Beine und den schönsten Po an der ganzen Mosel. Kannst du das beurteilen? Für mich jedenfalls. Jetzt komm, lass den Quatsch. Also bis morgen. Um vier? Vielleicht. Gute Nacht. Monika. Kannst du Klavier spielen? Ich konnte mal ganz gut. Untertreiben Sie nicht. Ist Martin da? Er hat nicht gesagt, dass er weggehen will. Warum? Große Ereignisse deuten sich an. Du erinnerst dich an den Porsche, den Martin neulich hatte? Ja. Der steht heute vorm Anker. Und die dazugehörige Dame sieht auch nicht schlecht aus. Jetzt frage ich mich, was macht die hier? Was will die hier? Ja, vielleicht hat das mit seiner Regatta zu tun. Martin hat doch übermorgen seine Regatta. Na, Quatsch. Martin hat sich in Frankreich abgeseilt und jetzt ist die hier, um ihn zu krallen. Na, dann will ich ihn mal warnen. Tja, ich glaube, es ist Zeit. Oh nein, bitte spielen Sie noch ein wenig, ja? Aber Sie müssen morgen früh raus. Wenn Sie wollen, kann ich Sie übrigens begleiten nach Trier. Nein, das ist nicht nötig. Außerdem haben Sie hier zu tun. Ja, das ist richtig. Also? Kannst du die nie einfach rausschmeißen? Was? Ich bin müde. Ach, ne, jetzt aber wirklich Schluss. Martin? Namen Karl. Abend. Ist was passiert? Boah, ich wohne doch Michel Berthier. Ja. Hallo? Ich muss Sie unbedingt sprechen. Jetzt? Die ist schon vor einer Stunde raufgegangen. Wir sind sehr befreundet. Das heißt, wir waren befreundet. Ich habe mit ihr Schluss gemacht und... Jetzt willst du wieder anfangen? Was? Ach so. Nein, nein, aber... Zimmer 2, ich zeig's dir. Danke. Ui, Kela? Ich bin's, Martin. Du darfst reinkommen. Was machst du denn hier? Ich wollte dich morgen von der Schule abholen. Und warum bist du hier? Weil ich dich liebe. Ich habe immer gewartet, dass du anrufst. Dann habe ich gehofft, dass du zur Regatta kommst. Dann habe ich gehört, dass du nicht mitkommst. Und dann wollte ich dir sagen, dass ich bin nicht Prinzessin auf der Erbse. Das Märchen habe ich inzwischen gelesen. Musik.
Das ist unser Schloss. Es ist sehr schön. Tja, sehr schön reparaturbedürftig. Mein Vater hat mal einen Kostenvoranschlag machen lassen. 200.000. Und leider keine Frau. Fast jedes Jahr hat die Mosel Hochwasser. Silvester 26 stand das halbe Wohnzimmer unter Wasser. Das hier ist unsere Rümpeletage. Was ist Rümpel? Altes Zeug, ausrangierte Möbel. Früher war hier jedes Zimmer bewohnt. Ja, wir waren eine große Familie. Komm mal mit. Das hier ist meine Kemenate. Martin? Ja? Meine Mutter. Ich komm gleich. Michelle. Michelle Berthier. Ich habe sie in Frankreich kennengelernt. Guten Tag. Ach, Sie sind... Ja, aber hast du nicht gesagt, dass... Habe ich vielleicht. Aber jetzt sieht alles wieder ganz anders aus. Ich wollte dir mal zeigen, wie ich hier hause. Hm? Und dein Zimmer kann man sehr hübsch machen. Hm? Wollen Sie hier einziehen? Vielleicht, wenn ich darf. Wollt ihr heiraten? Man muss doch nicht immer gleich ans Heiraten denken. Ja, natürlich nicht, aber ich als deine Mutter... Naja, dann will ich Ihnen mal erklären, wie das früher hier aussah. Als Roland und ich geheiratet haben, da haben wir nämlich hier oben gewohnt. Damals lebten seine Eltern noch. Ja, aber ja, Platz genug ist ja hier. Aber vor allem solltet ihr eine eigene Küche haben. Das ist sehr wichtig. Da ist zum Beispiel hier... Schlafzimmer. Kommt ihr nicht? Man könnte doch auch vermieten. Sie vermieten? Ja, an Touristen. Hier werden doch in fast jedem Haus fremde Zimmer angeboten. Und du hast doch gesagt, dass Reparaturen nötig sind. Vermieten? Na, das sind aber Ideen. Bin gespannt, was Hanna dazu sagt. Unsere Hauptforderung muss bleiben. Und das ist unser Grundproblem an Mosel, Saar und Ruwer. Und wenn dieses Problem nicht gelöst wird, bleibt alles andere Stückwerk. Unsere Weine müssen besser vermarktet werden. Wir können uns doch nicht mehr rausreden mit unserer geografischen Besonderheit. Der kostenintensive Verarbeitung. Da soll sich lieber mal den Kopf zerbrechen über die Imagepflege und über die unnötigen Skandale, die wir hinter uns haben. Vermarkten tun wir schon alleine. Ludwig, was willst du eigentlich von mir? Deine 80.000 Mark bekommst du so wie... Hanna, ich habe dem Fahrer schon eins zwischen die Hörner gegeben. So war das ja auch nicht gedacht mit dem Brief. Na ja, du weißt doch, wie das in einem Betrieb so geht. Komm. Schieb es nicht wieder auf deine Buchhaltung. Das war dein Brief. Hanna, es tut mir leid. Was soll ich noch mehr sagen? Ja, du hast mich auch immer ein bisschen attackiert, ne? Was hab ich? Na ja, schau, ich bin nur froh darüber, dass du wieder auf die Beine gekommen bist. Ludwig, auf den Beinen bin ich noch nicht. Also ich bin der Erste, der sich wirklich freut, wenn Moselbrück nicht in fremde Hände kommt. So? Ach, Hanna, schau, wir wollen doch nicht mehr alten Käse aufwärmen. Wir könnten nachher zusammen essen, Na ja. Also gut, das können wir machen. Aber ich möchte erst noch ein bisschen zuhören. Ah ja, sowieso gleich Pause. Ach, hier ist noch ein Gläschen, ja? Herr Dr. Günther. Ach, Herr Zerfer, so früh schon an der Tränke? Sie kommen mir ja wie gelogen. Ja, habe ich schon was versäumt? Nein, ach, der Küpper macht dir wieder Gedanken um die Vermarktung. Ja, den Beitrag kann er sich langsam schenken. Wie läuft denn das Geschäft? Ja, es hat angezogen, ja. Sagen Sie mal, Dr. Günther, haben Sie etwas mit den Betriebshelfern zu tun? Nein, wieso? Gibt's da ein Problem? Ich habe nicht direkt etwas mit Ihnen zu tun, aber wenn es da Probleme gibt... Na ja, Doktor, Problem
kann man da noch nicht sagen, aber es klopft schon an, nicht? Es klopft an, ja. Wie Sie wissen, ist mein Bruder gestorben und meine Schwägerin führt jetzt Moselbrück, unser Weingut. Ja, aber da kann sie doch sofort einen anfordern, wenn der Betriebsführer ausfällt. Nein, 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 Doktor, sie hat ja schon einen. Oh. Römer, glaube ich, heißt er. Ja. Leo Römer? Ja. Ja. Sehen Sie, meine Schwägerin Hanna ist 45 und allein jetzt und, na ja, wir von der Familie, die Söhne und ich, wir machen uns da einige Gedanken. Nicht abgesehen davon, dass es zu früh wäre, aber sie ist durch den Tod ihres Mannes in einer besonderen Situation, nicht? Und wir haben so das Gefühl, dass der Herr Römer... Ich verstehe, Herr Zerfers. Ja, das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Und man sollte da vielleicht rechtzeitig Ich meine, man müsste das natürlich nur taktvoll machen. Ja, natürlich, natürlich. Ich schalte mich da selber ein. Ja. Ich merke mir das. Leo Römer, Moselbrück. Alles klar, Herr Zerfers. Herr Zerfers, Herr Küpper, der hat uns lange genug gelangweilt. Meinen Sie denn nicht, dass auf diesem Posten so eine gewisse Regeneration... Ah, Dr. Herr, das wollte ich schon lange mit Ihnen besprechen. Ja? An der Tränke? An der Tränke, ja. Kommen Sie. Hier ist noch ein Glas.